Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen Tag vor Beginn des Gipfels in Washington schätzen die Supermächte die Aussichten für eine Einigung in der deutschen Frage gegensätzlich ein. Der sowjetische Präsident Gorbatschow äußerte sich heute bei einem Zwischenaufenthalt in Ottawa optimistisch. Kürzlich hatte er eine Teilmitgliedschaft Deutschlands in der NATO nach französischem Vorbild vorgeschlagen. Die USA dagegen beharren darauf, dass ganz Deutschland voll in der NATO integriert wird. Amerikanische Regierungskreise sprechen von einem Gipfel der harten Arbeit. 24 Stunden lang tauchte Gorbatschow fast an jeder Ecke Ottawas auf. Am Ehrenmal für die Gefallenen der Weltkriege zum Beispiel, um die Kanadier an die gemeinsamen Waffengänge zu erinnern. Dort trifft er auch auf Demonstranten für die Sache des Baltikums. Freundlich, aber bestimmt erklärt er ihnen, nach 50-jährigem Zusammensein trenne man sich nicht über Nacht. Später diskutiert er mit Passanten in der Fußgängerzone der Stadt. Er sei sicher, das deutsche Problem werde in Washington gelöst werden, erklärt er auf Zuruf aus der Menge und fügt hinzu, teilen Sie dies dem amerikanischen Volke mit. Um die Detailarbeit kümmern sich derweil die Außenminister, wenngleich vergebens. Die Kanadier fordern weiterhin die Mitgliedschaft eines vereinigten Deutschlands in der NATO, ganz im Sinne Washingtons. Es habe Differenzen gegeben, erklären beide Minister nach ihrem Gespräch. Diese Differenzen bezogen sich vor allem auf die Bündniszugehörigkeit eines in Zukunft vereinigten Deutschlands. Wenn Gorbatschow gehofft hatte, bei den Kanadiern Unterstützung für seine deutschlandpolitischen Vorstellungen zu finden, ist seine Rechnung nicht aufgegangen. Ottawa ist nicht zum Sprungbrett für erfolgreiche Verhandlungen in Washington geworden, sondern zur Zwischenstation für einen ermüdeten Hauptdarsteller. Jack Lack City, Flugerschöpfungsaufenthalt, kommentierte eine Lokalzeitung mit trockenem Humor. Gast und Gastgeber auf dem Wege zum Mittagessen. In seiner Tischrede wird Gorbatschow die Kanadier um Hilfe bitten, bei seinen Bemühungen gleichberechtigter Partner eines übergreifenden Weltwirtschaftssystems zu werden. Der Rasen hinter dem Weißen Haus ist zur Satellitenstadt geworden, die Kameras sind in Position. Abrüstung, ein Thema, das sonst immer solche Gipfeltreffen beherrschte, wird diesmal in der Rangfolge weiter unten stehen. Die Mitgliedschaft eines zukünftigen vereinten Deutschland in der NATO wird die Gespräche beherrschen. Wie, durch welche Garantien ist Gorbatschow eine solche Konzession abzuringen? Was kann man tun, dass er nicht als Verlierer dasteht? Ein Plan wurde jetzt von einem Experten des Weißen Hauses so umrissen. Man könne eventuell in einer späteren Runde der Verhandlungen um eine europäische Truppenreduzierung in Wien über eine drastische Kürzung der Truppen eines zukünftigen Deutschlands reden. Aber, so schränkte der Sprecher ein, das gelte natürlich auch für andere Länder und für andere Armeen. Deutschland dürfe nicht in eine Spezial- und Sonderrolle in Europa geraten. Im Übrigen ist Gorbatschow selbst ein großes Thema auf diesem Gipfeltreffen. Wollen und wie können die Amerikaner dem von so vielen Krisen geplagten sowjetischen Politiker wenigstens wirtschaftlich helfen? Dieses wird, so heißt es im amerikanischen Lager, ein freundschaftliches und dennoch ein besonders kompliziertes Gipfeltreffen werden. In Bonn ging die Diskussion um den Staatsvertrag mit der DDR auch heute, einen Tag nach dem Spitzengespräch von Regierung und Opposition, weiter. Der künftige niedersächsische Ministerpräsident Schröder meinte im saarländischen Rundfunk, die SPD werde den Vertrag ablehnen, wenn er nach ihrer Meinung inhaltlich nicht in Ordnung sei. Wenn es aber zu sozialen Verbesserungen für die Menschen komme, dann werde auch SPD-Kanzlerkandidat Lafontaine die Vereinbarungen neu bewerten. Regierungssprecher Klein unterstrich nach einem Koalitionsgespräch in Bonn, Änderungen des Staatsvertrages werde es nicht mehr geben. Jetzt seien jedoch noch Einzelheiten zu klären, so zum Beispiel die Frage der Rückgabe von enteignetem Vermögen und Maßnahmen gegen den Missbrauch bei der Währungsumstellung. Die Stadtverordnetenversammlung in Ost-Berlin hat am Morgen einen neuen Oberbürgermeister gewählt. Den SPD-Politiker Dino Spirzina, der heute 63 Jahre alt wurde. Er bekam 74 der 134 Stimmen. In letzter Minute war heute früh eine SPD-CDU-Koalition zustande gekommen. Die Sozialdemokraten stellen 9, die Christdemokraten 5 Stadträte im neuen Magistrat. Schwirzina sprach sich für eine schnelle, aber behutsame Vereinigung Berlins aus.
Mit Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion zum 1. Juli sollen beide Teile Berlins noch enger zusammenwachsen. Die DDR-Regierung beschloss heute, möglichst alle seit dem Mauerbau unterbrochenen Straßen wieder passierbar zu machen. Die Sperranlagen hatten mehr als 100 Straßen in der Stadt durchschnitten. Regierungssprecher Gehler forderte westliche Firmen zur kostenlosen Hilfe beim Abriss auf. Als Belohnung sollen sie je 3 Mauerblöcke erhalten. Weiter beschloss der Ministerrat zahlreiche Gesetzentwürfe zur Rechtsangleichung im wirtschaftlichen und steuerlichen Bereich. Dazu gehören auch Regelungen über die Freigabe der Preise vom 1. Juli an. Staatliche Subventionen, die bei den Grundnahrungsmitteln jährlich rund 30 Milliarden DDR-Mark ausgemacht haben, werden gestrichen. Für Mieten, Pachten und die Tarife im Verkehrs- und Energiebereich sollen die Preisbindungen jedoch noch bis zum Jahresende erhalten bleiben. Das Bundeskabinett hat heute beschlossen, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe bis 1995 vollständig verboten werden sollen. Bereits vom nächsten Jahr an dürfen FCKW nicht mehr in Spraydosen und in Verpackungsmaterial verwendet werden. Die Chemikalie gilt als ein Verursacher des Ozonlochs. Zum Schutz der Tropenwälder forderte das Kabinett Vereinbarungen mit genauen Zielvorgaben zwischen den Industrieländern und den betroffenen Staaten. Die bisherigen Maßnahmen reichen nach Ansicht des Kabinetts nicht aus. In dem Bericht über die Tropenwälder, den Landwirtschaftsminister Kichler heute vorlegte, wird darauf hingewiesen, dass jährlich Wälder von der Größe des Bundesgebiets vernichtet würden. Die SPD-Kommission Fortschritt 90 hat nach zweijähriger Arbeit in Bonn den Abschlussbericht vorgelegt. Er ist die Grundlage für das Wahl- und Regierungsprogramm. Wenn es heute um morgen geht, dann passt sich allem Anschein nach das Datum wie von selbst an. Fortschritt 90 heißt die Zukunftsvision der SPD, die heute als Programm in ihrer Bonner Zentrale der Presse vorgestellt wurde. Das ehrgeizige Ziel, der Umbau der Industriegesellschaft. Von ökologisch ausgerichteter Wirtschaftspolitik war da die Rede. Von Energiesteuern, Umweltabgaben, hohen Benzinpreisen, aber Wegfall der Kfz-Steuer. So ist der Kerngedanke unseres Konzepts. Wer künftig mit Energie sparsam umgeht, der soll belohnt werden. Wer Energie verschwendet, soll zahlen. Denn Umweltschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Letztes Wochenende in der saarländischen Landesvertretung die Schlussakte. Oskar Lafontaine, der Vorsitzende, fehlte. Zum ersten Mal seit 2 Jahren, obwohl im Programm nachgebessert werden sollte und konkrete Hilfsmaßnahmen für die DDR eingeplant waren. Doch Verunsicherungen in der Finanzierungsfrage ließen das Problem DDR dann mehr ins Allgemeine abrutschen. Heute das eigentlich Neue. F90 präsentierte sich gesamtdeutsch. Die ökologische Erneuerung der Industriegesellschaft, die soziale Erneuerung der Industriegesellschaft ist etwas, was hier passt und drüben dringend notwendig ist. Wir verzahnen also unser Konzept ganz bewusst, so, dass es für ein vereintes Deutschland spricht. Da Fortschritt 90 lediglich die Grundlage für das zukünftige Regierungsprogramm darstellt, bleibt natürlich die Frage offen, was bleibt bei all dem auf der Strecke und was wird Bestand haben? Einer, der diese Entscheidung nach der Sommerpause zu treffen hat, ist in erster Linie Oskar Lafontaine, der Kanzlerkandidat.